Ich habe natürlich zuerst gesagt, ja, Laborant, auf keinen Fall, ich habe mir das in den Götterle da, oder? Und dann bin ich schauen und dann habe ich gemerkt, das wäre schon noch etwas, oder? Ein bisschen vielseitig und so. Und so bin ich hierher gekommen, zur Ausbildung als Physiklaborant. Und darum bin ich ja eigentlich auch der Jüngste in diesem Team, weil ich schon im zweiten Lehrjahr da mitgeholfen, oder? Also wenn wir jetzt hier das ganze Experiment, das ist 2:1, also es war halb so gross gewesen. Alles natürlich von einem Zeichner von Hang, in allen Mässen. Und diese Zeichnung hat es eigentlich nur gebraucht, dass die Amerikaner gewusst haben, dass wir ihre Mässe einhalten. Und für uns hat eigentlich jeder gewusst, wie das da innen aussieht, oder? Hier innen drin war die Segel gewesen, am innersten Teil, oder? Mit dem Ausklappmechanismus hier. Damit das der Astronaut den können abziehen konnte. Mir hat man zugetraut, dass ich relativ ruhige Hang habe. Also hat man mir die Arbeit übergeben, die Folie zu präparieren, zuzuschneiden und zu vorbereiten. Und das war natürlich auch etwas ganz Neues, oder? Man hat noch nie mit Folien gearbeitet. Dadurch sind eigentlich zwei Sachen parallel gelaufen. Die Entwicklung des Experiments plus natürlich eben die Messgeräte, die wir gebraucht haben, für auszuwerten. Da war ich von Anfang an dabei, wo hier innen nichts war, oder? Bis nachher die ersten Messungen gelaufen sind an unseren zwei ersten Spektrometern. Wir mussten zum Beispiel immer schauen, dass wir möglichst billig zu der Ware gekommen sind. Bei einem Altwaren, als Altisenhändler waren wir, und haben geschaut, was der dort hat. Und es gibt auch Gestelle, die also wir dort rausgenommen haben, bei uns hier in der mechanischen Werkstatt verarbeitet haben. Und noch heute steht das 10. Massenspektrometer auf dem Gestell oben. Die Folien waren ja relativ dünn. Wir mussten mit der Schicht auftragen, damit sie nicht zu warm geworden sind, dass die Wärme besser abgestrahlt wurde. Und vor allem musste man zuerst eine Bude finden, um die Folie zu produzieren. Und das war eine Bude in Burgdorf, wo so Folie gemacht hat. Aber die haben natürlich auch dran gestrichen, dass es geklebt hat. Und dann haben die sich aber bereit erklärt, mit uns zusammen zu arbeiten. Und so hat man die Folie fast entwickelt, oder? Wir haben nachher einige Rollen machen lassen. Nachher für das Experiment mussten wir natürlich den Untergrund bestimmen. Und nachher hat man die auf den Mond geflogen sind, hat man natürlich genommen, die den besten Untergrund haben vom Ganzen, oder? Und das war so eine Art heilige Folie, oder? Und am Anfang haben wir sie sogar zwischen einen neuen Tresor da, oder? Dass sie ja nicht vorkommt. Das war alles neu, oder? Und wir haben ja eben angefangen zu suchen, was wir für eine Schicht auf die Folie könnten auftragen könnten, dass sie nicht so warm wird. Und dann hat es einmal geheißen, wir brauchen ein Milchkessel, oder? Dann tun wir ein Stückchen Folie drauf, oder? Und dann tun wir dort Elektrolyt rein und schauen, wie wir das abscheiden können, damit es eine Folie gibt, oder? Aber das war natürlich nicht so, dass man das erste Mal ein bisschen Strom drauf gegeben hat und dann war eine super Schicht da. Es hat Löcher gegeben, es hat Risse gegeben, alles Mögliche, wo kein Mensch daran gedacht hat, was passieren könnte. Oder? So haben wir so langsam an das hergetastet. Und das war natürlich hier im Institut Rinnenhof noch nicht ausgebaut. Und dort haben wir dann nachher eine grosse Anlage gebaut. Oder? Das war ein Kübel von etwa 1,20 m, 50 m Durchmesser. Und innen drin, wo die Folie drauf war, der Elektrolyt. Und dann haben wir die erste probiert und haben gesehen, es funktioniert nicht richtig. Also muss man schauen, den Elektrolyt irgendwie zu bewegen. Dann hat man Stickstoff eingeleitet, darunter ein Rind rein, Löcher drin gemacht, dass der Stickstoff sprudelt und das Zeug durcheinander rührt. Und für die grosse Folie haben wir natürlich ein recht grosses Apparat gebraucht, also ein grosses Netzgerät. Da haben wir von einer alten Anlage, die hier innen gestanden ist, haben wir den Netzteil da im Gang aufgestellt. Dann haben wir halt Schnur gezogen, oder? Achtung Hochspannung, oder? Und die Leute sind eben durchgelaufen. Heute unvorstellbar, dass man so etwas machen würde. Das war eben noch ein Experiment, oder?
Und dann, wenn wir die Abenträter drüber gelöst haben, damit das Ganze fettfrei ist, oder? Wir mussten eine grosse Flasche Erter drüber leeren, also 2-3 Kilo. Oder? Dann musste einer in jedem Raum sagen, sie soll jetzt das Fenster zu tun, oder? Damit das nicht jemand eingeschlafen wäre. Also, ja, dann hat man die Folie geklebt. Dann zumal bei der ersten ist einer der Chefs, hat mir gerne über die Schulter geschaut, ob ich nicht einen Fehler mache. Oder? Und das war natürlich schon irgendwie ein Gefühl, wie ja, man so etwas geschafft hat. Und ich war dann ja sehr jung. Oder? Und, das hat schon Eindruck gemacht. Also, und es gibt noch heute ältere Leute, die, wenn ich jemanden sage, dass ich da gearbeitet habe, ja, also, mit dieser Mondfolie, ja, habe ich auch dran geknüppelt.